Wir müssen auch mal bereit sein, etwas zu riskieren, wenn wir diese unsäglichen Hassparolen, die um uns herum sichtbar sind, beseitigen wollen. Und ich beseitige das entweder mit einem Keramikfeldschaber, es sind die Sticker, die ich entferne und die illegal geklebten Plakate, oder eben diese großen Hassbotschaften mit Farbspray. Ich habe aus dem Spruch, Merkel muss weg, habe ich einfach gemacht, Merkel Hass weg. Ich habe eine Sachbeschädigung beschädigt. Und das hat die Justiz auf den Plan gerufen. Also ich finde, wir mussten dagegen irgendwie eine Stimme erheben, einfach um zu zeigen, dass wir in Zeiten von so viel Hass und so viel Unmut, dass wir das nicht so stehen lassen können. Und dass, wenn jemand sich schon engagiert und seine Zeit dafür aufbringt, Sachen zu beseitigen, dass man das nicht bestrafen sollte, sondern dass man im Gegenteil eher das positiv unterstützen sollte. Ich habe jetzt eine ganz große, schöne Botschaft an euch Unterstützerinnen und Unterstützer. Das Verfahren ist am 14. Juni eingestellt worden. Und ich möchte euch allen ganz, ganz herzlich danken für eure solidarische Unterschrift. Gemeinsam sind wir stark.